Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute steht die zweite Runde im Pionierformat an. Gespielt wird natürlich wieder gegen den Dennis zusammen mit den neuen Challenger-Decks. Heute wird gezockt Azorius Geister gegen das Lotusfeld-Kombo-Deck. Ich spiele das Lotusfeld-Kombo-Deck, Dennis das Geister-Deck. Wird auf jeden Fall ein hartes Matchup, würde ich mal sagen. Aber auf das Matchup habe ich mich auch wirklich gefreut. Schauen wir einfach mal, was alles passiert ist. Viel Spaß! Immer wenn ein anderes Bild ins Spiel kommt, kriegt er bis zum Ende der Runde 1-1 mehr. Und ich kann den opfern, wenn du einen Instant oder Sorcery casten würdest. Und dann wird der gecountert, es sei denn, du zahlst so viel Mana, wie er gerade Stärke hat. Das ist ziemlich gut. Okay. Jo, würde ich auch sagen. Und dann gebe ich einem ab. Habe ich eine Insel? Würde ich mal starten. Strategische Planung. Mal gucken, was wir da finden. Okay. Die obersten drei. Eine auf die Hand, Rest in Friedhof. Oh. Das sind die drei. Kurz mit den drei Karten auf meiner Hand konsultieren. Kein Thema. Ja, nehme ich noch eine strategische Planung. Okay. Und dann beende ich erstmal meinen Zug. Okay, dann enttappe ich. Ziehe eine. Bringe eine Ebene ins Spiel. Pump wird ja nicht in dem Deck drin sein, ne? Greife ich mal mit 1 an. Erstmal blockt Giant Growth. Ich würde aber trotzdem blocken. Ja, okay, dann passiert wohl nichts. Okay. Und dann gebe ich mal Zug ab. Alles klar. So. Komm. Der Respektangriff für Ja, 1. ich glaube, das Play kennen wir schon. Würde ich erstmal strategische Planung vorlegen. Okay. Ich resolve. Dann 1, 2, 3. Interessant. Sehr interessant. Würde ich mal das Opt nehmen und direkt ausspielen. Mir fällt gerade auf, ich muss das ja gar nicht vorzeigen bei der. Bezahle ich ein Nehmen wir Leben? so gerne. Ich spiele die Karten eh aus. Eben. Ja, Opt. Ja, das resolved. Resolved auch. Okay, dann Das Scry. resolved auch. Nee, die kommt nach unten. Okay. Spiele ich ein Land und gebe erstmal meinen Zug ab. In deinem Endstep würde ich noch meine beiden Länder einmal tappen und einen Kettenrassler reinflashen. Oh, Der Flash, alle anderen Spirits von mir haben ab jetzt auch Flash und wenn er ins Spiel kommt, kriegt ein Geist meiner Wahl bis zum Ende der Runde Hexproof. Ich gebe es einfach dem Mausoleumwanderer. Alles klar. Ich glaube, Removal habe ich gar nicht. Passt schon. Wüsste es auch nicht. So, Aber alle haben dann ziehen Flash, wir ist mal. nicht schlecht. Ja, ist ziemlich stark mit dem Flash. Jetzt bringen wir erstmal noch eine zweite Ebene ins Spiel. Und dann greife ich mit beiden an. 1-1 und 2-2. Ich block erstmal den 2-2er. Okay, dann flashe ich rein. Einmal einen Lord. Ah, ja, okay. Ja gut, dann Genau, der ist kriege einfach ich. 1-2 fliegend mit dem guten Lord. Ist der tot und ich kriege zwei Schaden von deinem Nein. Mausoleumswanderer, ne? Der wächst ja selbst noch um 1, weil ein Geist reingekommen ist. Oh, stimmt. Jo, dann gehe ich auf 15. Oh, Genau. stark. Dann gebe ich meinen Zug Ich einmal ab. merke schon, der Druck wird immer höher. Mal sehen. Ist ja auch bald Halloween, ne? Hier muss jetzt mal was reinkommen. Also. Oh, dieser Mausoleumswanderer. Der ist leider extrem frech. Spiel ich eine Theaterbühne. Ja, sehr gerne. Und sag go. Sag's go. Ja, Okay. leider. Dann ziehe ich meine Karte. Oh, dann mache ich erstmal mein Lieblingsplay. Spire Temple. Das geht unter Stack. Und ich greife an mit 2-2, 3-2 und 1-3. Ja, nehme ich Also alles. sind 6. Keine Blocks. Gehe ich auf 9? Gehst auf 9. Ach, zum Glück kein Lord. Wobei wahrscheinlich jetzt ein Counter dahinter. Das wird nicht besser. Mal sehen. Und dann gebe ich meinen Zug ab.
Karte für den Zug. Boah. Boah. Der Mausoleumswanderer, ja, der ist jetzt auch 2-2, ne? Genau, der ist gerade 2-2. Das ist schon ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Für mein Deck. Würde ich mal mit so mit einem Opt erstmal eröffnen. Dann optionieren Sie mal. Dann Scry. Die kommt nach unten. Ich habe jetzt fast jede Kombo-Karte gesehen. Nur dieses Lotus Field, das, was hier angeblich im Deck drin ist, das fehlt irgendwie noch. Weil ich hätte hier noch eine dritte Theaterbühne im Angebot und Oh. dann würde ich meinen Zug abgeben. Keine Dark Depths in dem Deck? Leider nein. Oh, das Deck mag ich auch gerne. Aber Rest in Flames. falsches Format. Das ist richtig. In deinem Endstep flash ich nochmal eine Rattle Chains rein. Oh, bin ich tot? Wenn du nichts dagegen tun kannst. Also ich könnte die Thespian Stage hier in eine Yavimaya. Ich kann mir selber noch drei Schaden machen. Nee, zwei. Also, Ja, ich hab nichts. Ich ich zeig kann, dir wenn es gleich, dich was ich habe. beruhigt, einfach mal noch einen weiteren Lord reinbringen. Oh, Und der dann Igel. Wie viel ist drei, das insgesamt? sieben, neun und nochmal Mehr. vier, 13. Nee, das ist auch Spirit, ne? 14. Eindeutig mehr als 9. Ja, bin ich tot, würde ich conceden. Meine Hand Okay. ist dritte Yavimaya Coast, dann noch ein Oh Wald. nein. Macht dir mehr Mana und das Bücherwälzen hatte ich, aber ich konnte es nie ausspielen wegen dem Mausoleumswanderer. Ich musste immer warten, dass ich halt einen Mana mehr habe. Das kostet 5. Habe ich gewartet, bis ich 6 habe, dann hattest du den Lord, der Mausoleumswanderer war 2-2. Ich konnte es einfach nie spielen. Und ja, Ah. dieses Lotus Field. Mal gucken, ob ich das gleich nochmal finde. Mal sehen. Ja, auf eine gute Runde. Auch eine gute Runde. Go. Das ist ein Wald. Ziehen wir mal eine Leider Karte. kein Blätterfresser, aber Aber ich habe eine man Insel kann ja nicht alles haben. und sag go. Oh. Okay. Mal ein entspannter Start. Finde ich gut. Habe ich eine Theaterbühne? Und dann würde ich mal versuchen, so eine Waldhellseherei zu spielen, um zu schauen, ob das Deck wirklich das Lotus Field hat. Boah. Ja, dann werden wir das mit Spell piercen. Das ist das Frecheste. Okay, das Geheimnis um das Lotus Field bleibt weiterhin bestehen. Dann würde ich erstmal meinen Zug abgeben. Wir werden es nie rausfinden. Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden, das stimmt. Ebene und Ja. go. Okay. Ich trau mich nicht. Ich würde noch eine Waldhellseherei spielen. Ich würde einen Lofty die Nile spielen. Das ist echt übel. Ja, Ich weiß gut. Dann gar nicht. habe ich erstmal keine Landdrops mehr. Ich habe nichts zu sagen, würde ich erstmal den Zug abgeben. Liebe. Ja, dann würde ich für zwei einmal den Behüter der Sphären legen. Ja, was kann der nochmal? Der ist 2-2 fliegend. Ja. Andere Kreaturen mit Fliegen oder mit Flugfähigkeit kosten eins weniger. Oh. Also ein Generic weniger. Und wenn eine andere fliegende Kreatur ins Spiel kommt, kriegt er bis zum Ende der Runde auch wieder 1-1 mehr. Nice. Ist das selber auch ein Spirit oder ein irgendwie Vogelsoldat oder so? Er ist ein Vogelzauberer. Bird, Vogelzauberer. Okay. Bird Wizard. Trotzdem ziemlich Dann gut. gebe ich ab. Hast du wirklich Doppelcounter? Das ist schon. Boah! Top Deck! Nein! Es ist im Deck! Es Okay, ist was kann ich tatsächlich hiermit irgendwas machen? Jetzt muss ich halt die. Ich brauche halt dringend blaues Mana. Spoiler. Ich verrate das mal okay. an der Stelle. Aber ich kann nichts mit dem Mana machen. Ja, eine Runde warten ist wahrscheinlich nicht das Play. Unwahrscheinlich. Ja, floate ich grün und colorless, lege ein Lotus Field, opfer die. Und mit dem Mana mache ich erstmal nichts. Sehr stabile Züge. Und dann würde ich erstmal abgeben. Ja, das ist so ein Deck, das könnte echt rot verkraften. Oh, das wäre mit Rot so viel besser. Da fangen wir jetzt nicht mit an. Das ist richtig. So, ich greife erstmal für zwei an. Das ist okay. Würde ich auf 18 gehen. Und Okay. dann gebe ich ab. Hast du noch etwa noch ein Lofty dahinter? Ey, Dennis, das ist Oder aber frech heute. Na, ich mal habe sehen. eine Menge Instants, ich habe ein paar Flashkarten, ich kann viel machen. Okay. Dann würde ich erstmal eröffnen mit dreimal Blau. Und dann hier so eine strategische Planung. Okay, Habe ich noch einen dann Blau plan im mal. Pool? Okay. Und diesmal zeige ich vielleicht nicht die Karte, die ich auf die Hand nehme. Aber nur vielleicht. Mal gucken. Überlege ich mir gleich.
Vielleicht nimmst du einfach Opt und castest Richtig, richtig. Ich nehme die auf die Hand und lege hier einen Bücherwälzen und den Blätterfresser in den Friedhof. Der arme Blätterfresser. Hab ich immer noch ein blaues im Pool. Interessant. Mache ich meinen Landdrop für die Runde. Dann bezahle ich einen Lebenspunkt für Grün, gehe ich auf 17 und dann würde ich nochmal versuchen, so eine Waldhellseherei zu spielen. Okay, dann flash ich rein. Ein Kettenrassler. Okay, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Dann darf ich das Alle geil. tatsächlich, das Dann darfst resolved. du das resolven, ja. Unfassbar, dass ich das neu erleben darf. Tatsächlich darfst du das resolven. Ich glaube, dann nehme ich so eine Theaterbühne. Ich glaube, das ist das richtige Play. Wenn ich das Lotus Field schon habe, Ja. ja, nehme ich das und dann habe ich keinen Mana mehr. Beende ich auf jeden Fall mal meinen Zug. Okay, dann zieh ich mal eine Karte. Vielleicht sollte ich auch einen tappen. Das ist immer ein gutes Play. Ja, dann würde ich mit 4 angreifen. Würde ich 4 nehmen. Und dann gebe ich ab. Okay. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Ich mach mal 3 blau, Ja. ein Colorless. Ich spiele die Theaterbühne und dann benutze ich das Colorless und das Blau und mache aus der Theaterbühne noch so ein Lotus Field und habe dann noch Doppelblau im Pool. Dann würde ich mal starten mit einer Sideboard-Karte, eine Vakuumschlinge. Da kommt irgendwie garantiert ein Geist auf deinen Vogelsoldaten, der alles preiswerter macht und stärker wird. Wäre das Ziel. Den gibt auf die Hand zurück, nicht wahr? Ja, genau. Das ist eine bleibende Karte, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers. Zurück. Tatsächlich würde ich für 2 einen Spellqueller reinflashen. Dann gibt es auch sogar Hexproof, ne? Also, und das Ding ist auch weg. Also, alles ist geschützt irgendwie, oder? Stopp, einen Moment, nur wenn der Kessenrasse ins Spiel kommt. Ah, Genau. okay. Aber er countert das ja. Genau, der Spellqueller. Soll ich das mal hier. Ich habe, glaube ich, keine Möglichkeit, um den Spellqueller. Der geht wahrscheinlich nicht kaputt, aber ich lege das mal hier so. Da ist das versteckt hier oben. Unter dem Okay. Spellqueller quasi. Und dann habe ich immer noch ein blaues Mana. Dann würde ich noch ein Opt hinterher spielen. Okay. Dann Hellsicht. Interessant. Ich glaube, die behalte ich mal. Und ziehe die dann halt. Okay, das war es erstmal für meinen Zug. Ich hoffe, ich überlebe noch Dann eine Runde. Mal gucken. ziehen wir mal. Du hast ja auf Erstmal. garantiert 6 Power sind das schon mal, ne? Sind Oder? 6 Power, 13 Leben. 2, 4, 6, genau. Ein Lord wären 9, 10, zweiter Lord wären 13, 14. Ja, okay. Ja, okay, dann machen wir das mal, oder was? Dann. Die kosten ja weniger Mana bei dir irgendwie, ne? Genau, für 2 Mana bringen wir den ersten Lord ins Spiel. Er wächst um 1. Ja. Und dann für 1 Mana, weil vergünstigt, bringen wir den zweiten Lort ins Spiel. Er wächst um Boah, 1. Und das dann. ist echt heftig. Bin ich Für tot? 14. Für 14. Für 14. Die sind alle Er ist 4-4, zwei. er ist 4-4 und er ist 6-6. Stimmt, zwei Er wächst Trigger. ja jedes Mal um 1, genau. Ja. Ja, wie erwartet. Hat nicht ganz geklappt, aber das Deck hat ein Lotus Field. Und Ich das hätte sogar einen trotz guten drei nächsten Zug. Counterspells. Oh, ja, die kam aber jetzt gerade aus dem Friedhof. Die hat sie nicht noch auf der Hand, oder? Doch, Dennis. Alles klar. Ja, good game auf jeden Fall. Good game. Good game. Und da sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Video angekommen. Leute, schön, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Also heute Lotusfeld-Kombo, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich muss wirklich sagen, den Archetype mag ich persönlich super gerne. Ich habe das Deck früher sehr viel bei Magic Arena gezockt. Dort habe ich das Deck allerdings mit Rot gespielt und auch im Pionierformat gibt es eben Varianten, die zusätzlich rotes Mana haben. Mehr Interaktion, rotes Mars Removal, die Blutsonne, um die Lotus Field Combo noch ein bisschen konstanter zu machen. Das gefällt mir wirklich besser persönlich, muss ich sagen. Also, falls ihr euch für das Deck interessiert, ist wirklich ein schöner Grundstock. Aber das Deck hat auf jeden Fall noch am meisten Verbesserungspotenzial. Natürlich kann auch dieses Deck hier gegen das Geisterdeck mal ein paar Spiele gewinnen. Aber haben wir eben gesehen, Dennis mit dem Geisterdeck, die Counter, die Interaktion, absolut gar keine Chance gehabt heute. Das war schon wirklich sehr solide, muss ich sagen. Hier bei dem Geisterdeck würde ich auch nur so ein bisschen was an der Mana-Base abändern. Das Ganze ein bisschen konstanter machen und so.
an sich wirklich eine Top-Grundlage, schönes Deck, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich meine, wir wollten ja einfach mal so ein paar Spelltable-Gameplay-Videos für euch machen, schauen, ob ihr da Bock drauf habt. Und ja, Leute, wenn euch das gefällt, Challenger-Deck-Gameplays, Commander Pre-Constructed, Standard-Challenger-Decks, da wird in Zukunft ja bestimmt noch einiges von erscheinen. Wenn ich da ein paar Videos organisieren soll, hätte ich ordentlich Bock drauf. Wenn ihr Bock drauf habt, zeigt es auf jeden Fall mal. Überall einen Daumen hoch da lassen, wäre auf jeden Fall super, super cool. Dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Nochmal vielen, vielen Dank an den Dennis hier fürs Mitmachen. Hat wirklich Spaß gemacht. Runde Paper zocken, bin ich halt wirklich immer mit dabei. Und ja, jetzt nur noch zum Abschluss ein ganz kleines, aber großes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor Games Island. Nochmal vielen Dank für die bereitgestellten Decks. Es hat halt wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und Leute, falls ihr mal irgendwie auf der Suche Magic Neuware oder Zubehör sein solltet, könnt euch gerne mal den Shop über die Videobeschreibung anschauen. Aber an der Stelle kann ich euch wirklich nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.